Wasser, wie auch immer. Bitte ziehen Sie einfach nur den Zahn raus. Oh, frohes Neues, Gnu. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Glück und Gesundheit. Dankeschön, Jo. Das wünsche ich euch allen auch. Und apropos Gesundheit, um die kümmere ich mich heute. Zu riesigen Nebenwirkungen feiern auch Sie das Jahr 2023 oder lassen Sie es. Willkommen zu einem neuen Video und wir haben heute die passende Musik zu diesem Arts-Game, Leute. Was zur Hölle? Wie sehen eigentlich die Leute aus? Was ist denn das da hinten für ein Riesenkind? Oh mein Gott, deswegen kann die nicht mehr laufen, oder? Oh mein Gott. Das hat Brüste? Naja, Leute, wir spielen heute ein gestörtes Game, welches ich... Boah, das sind ihr Beine. Okay, also die Leute brauchen auf jeden Fall... Und der auch, die haben alle gebrochene Beine. Die Leute brauchen auf jeden Fall meine Hilfe, das ist hier die Notaufnahme. Wir gehen direkt rein, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und ab, würde ich mich auch sehr freuen. Und fehlt mir weitere Games, wir spielen, sollen wir gehen rein. I have a dream. Ich habe einen Traum, mein eigenes Krankenhaus zu eröffnen. Eines Tages, hilf mir. Oh Gott, das hätte ich gar keinen Bock drauf, ne? Okay, dann lass mal looken. So, die sieht nicht gut aus, Girl. So, okay, erstmal die Patientin scannen. Was ist eigentlich für eine Musik? Sie leidet an Übergewicht. Hallo, Doc, ich bin so fett. Können Sie mich dünn machen? Oh mein Gott. Was? Deswegen braucht dein Partner kein Bett? Lass uns eine Liposuktion machen. Also Fettabsaugung. Okay, ich glaube nicht, dass du dick bist, Girl. Bist du blind? Naja, also... What? Go to practice. Okay, ah, what the hell? Ein Autounfall. Oh, jetzt muss ich sie wiederbeleben. Was ist, wenn ich es falsch mache? Okay, let's go. So, vor allem im Sitzen, ne? Den Patienten tut man wiederbeleben im Sitzen. Und dann steht er auch direkt wieder auf. Go to chamber. Was ist denn jetzt los? Doktor, ich habe einen Löffel verschluckt. Kocht deine Frau so gut? Was für ein Nonsens. Bitte helfen Sie mir. Lass mich mit einem Metalldetektor checken. Okay, let's go. Boah, das kann aber unangenehm sein, ne? Oh ja. Oh, oh, oh. Haben Sie es gefunden? Vor allem, wie wär's mit dem Röntgenbild? Das kam aus deinem raus, als ich gedrückt habe, was? Hat er jetzt den Löffel ausgekackt? Ja, ein bisschen Bauch. Oh Gott. Konzentration, nächster Patient. Okay, oh, hallo. Konzentration. Okay, was geht hier ab? Ich wollte die gar nicht. Geh zu einer Fußmassage. Oh, sie muss furzen. Ich kann leider nicht lesen, was sie mir sagen, aber ich glaube, sie... Oh mein Gott, ich habe überhaupt nichts gemacht. Okay, ich muss direkt schon wieder zum nächsten Fall. Oh nein, sie sind schwanger, mein Beileid. Okay, drücken. Oh Gott, nein, lassen Sie es lieber nicht. Ich glaube, so entspannt siehst du nicht aus, wenn du Kinder rauspresst. Oh mein Gott. Okay. Wenn es doch nur so einfach wäre, ne? So, was ist los? Wieso sitzen Sie nicht auf Ihren Stuhl? Ich muss squatten. Sie wollten mit mir über meinen Bruder reden. Ja, ist nicht so wichtig. Nein, Doktor, bitte sagen Sie mir, was jetzt passiert ist. Ich glaube, Ihr Bruder hat nicht viel Zeit. Ihr Bruder stirbt. Oh mein Gott, warum ist dieses Smiley so glücklich, wenn ich sagen muss, dass der Bruder nicht mehr lang zu leben hat? Das ist ja schrecklich. Tut mir leid, Ihr Bruder wird es nicht mehr lang machen. Was? Wie lang hat er denn noch? 10 oder nicht lang? 10 Jahre? 10 Sekunden? 10 Minuten? 10. What do you mean? Ah, 10 Jahre. 10, 9, 8, 7, 6. Ich zähl mal runter. 10, 9, 8. Oh mein Gott, er stirbt wirklich. Oh mein Gott. Ich habe runtergezählt. Holy. Girl, was ist mit dir los? Was ist passiert? Hast du mit dem Zebra was gehabt? Ach, ernsthaft. Bitte helfen Sie mir. Ich wurde von einem Zebra gebissen. Er sagt quasi, sie kann aussehen wie eine Kreuzung von Zebra und Menschen. Wieso sind seine Füße im Boden verschmolzen? Während ich das tue, sind Sie verrückt, Doktor? Irgendwie mache ich das immer falsch. Ich habe noch nicht einen, der hier rumrennt, glücklich gemacht. Naja, let's go. Oh mein Gott, was ist mit dir denn los, Kollege? Oh nein, ich habe ihn nicht angenommen. Das wusste ich doch nicht. Auf jeden Fall zum Orthopäden einmal mit dir. Und hier, der muss auf jeden Fall zu einem Dermatologen. Let's go. Zu vielen Frauen hinterhergeklopft, oder was, Kollege? Doktor, Sie haben mich nicht sediert. Also sie hat quasi kein Beruhigungsmittel bekommen. Ja, ich würde einfach sagen, wir haben keine Anästhesie. Die muss die ganze Operation am lebendigen Leib mitmachen. Aber ich habe extreme Schmerzen. Oh mein Gott, die ist während der OP aufgewacht und ich diskutiere mit der rum. Sie soll ruhig sein. Lass mich meine Arbeit machen und nerv mich jetzt nicht. Es ist bereits seit 4 Stunden. Was ist los mit Ihnen? Ich bin gerade zwischen Ihren Lungen und Ihrer Niere. Ich kann nicht Ihre Lunge finden. Oh mein Gott, das ist schrecklich.
Was meinen Sie? Ich sag einfach, werden auf jeden Fall die Lungen mit zwei Ballons austauschen. Ja, gut. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott. Okay, es hat funktioniert. So, was ist da hinten los? Lass mal da hingehen. So, die da hinten will ich. Who's that girl? Here, girl. Ich hab mich für dich entschieden. Hallo. Hallo. Darf ich sie bitte anstarren? Nein! Was geht hier? Die ist aber ganz schön oft bei mir. Ich glaube, die steht auf mich. Girl, wie fühlt sich's an mit den neuen Ballons? Jetzt kriegt sie Schlafmittel nach der OP. Hey, Doc, Hilfe. Ich habe Angst vor Scannern. Ich mache einen Fernseher an, während du hier drin bist. Ich war auch schon mal in so einem. Das ist wirklich weird. Oh, wow. Das würde helfen. Jetzt schauen wir mal an, wie dreckig du denkst. Oh mein Gott, wir zeigen ihm oder was? So, gucken wir erstmal den Film an. Bitte hol mich raus, ich kann nur meine Frau hier drin sehen. Oh, das ist ja ist so negativ. Das sollte doch eigentlich positiv sein. Oh nein, was soll ich jetzt tun? Ist ihr Gehirn. Das hat sogar funktioniert. Was, er frisst jetzt ihr Gehirn? Was sind das für Konversationen? Ey, die sind alle so unruhig. Das ist wie, als wäre hier irgend so ein schrecklicher Ausbruch. So, was ist los? Oh, was? Miss Period. Ah, sie glaubt sie quasi, sie bekommt ihre Periode nicht. Ich glaube, ich bin schwanger. Wer ist der Vater? Los, wir gehen zum Ultra-Check. Du musst helfen, du hast etwas, okay, zum Ultra-Check. Ultraschall-Check. Gut, dann werde ich das tun. So, Madame, Sie brauchen Ihre Pillen. 8 Stück? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sind aber jetzt Jelly Beans hier, ne? Was? Failed? Warum? So. Hier bin ich auf die Nüsse. Also immer, wenn ich Süßes esse, tun meine Zähne weh. Meine Mutter hat mich immer süß genannt, also beiß mich, um zu wissen, ob ich süß bin. Oh, also ich hätte lieber ein Kind, als anstatt sie zu beißen. Ach, sie hätte ein Kind gern von mir? Ich kann dir helfen, schwanger zu werden. Wir sind auch übrigens eine Samenbank. Was auch wie auch immer, bitte ziehen Sie einfach nur den Zahn raus. Oh mein Gott, was bin ich denn für ein Assi-Arzt? Um Himmels Willen, habe ich den jetzt rausgesaugt? Okay, Emergency, ich weiß General, ich habe keine Ahnung, was der hat. So, okay, das sieht aber nach einem Emergency aus. Wie kommt denn, wie passiert denn sowas? Das ist, glaube ich, auch ein Emergency. Ich glaube, das ist auch ein Notfall. Und die hat, glaube ich, einfach nur blau. Der kann auch ein... Doc, mir geht es gut. Ich erhole mich gut. Nein, ich habe sie noch nicht gründlich gecheckt. So, ich check sie jetzt erstmal gründlich. Ich kann immer noch nicht antworten. Es ist normal, geh schlafen. So, kein Bock auf ihn, wieder Hauptsache die Frau angraben. So, oh, ich glaube, da haben wir einen ernsthaften, bösen Fall hier, oder, Kollege? Was ist los? Mit deinen Balls, hast du Twisted Balls? Vacuum Cleaner, suck in the private part. Can't walk properly, peeing in the vacuum cleaner. Oh my god. Hey, Doktor. This got just stuck. There is my mistake. Ich will es euch gar nicht übersetzen. Ich fang mal irgendwie so an. Kennt ihr Teletubbies? What the fuck? Kennt ihr da den Staubsauger? Ja? Der hat seinen Wiener im Staubsauger drin gehabt. Fragt mich nicht wie, aber darum geht's. This is very common. I will suck it out. Okay, ein Unfall, Leute. Schon wieder die. Der passieren ganz schön viele Dinge, ne? Ich glaube, die macht es absichtlich, weil es meine verrückte Ex ist, die mich eigentlich nur wieder zurückhaben will. So, also so ist auf jeden Fall erstmal richtig gut. Ja. Oh mein Gott. Okay, Girl. Bam. Bam. Back to life. Los. Und Buja. Oh, das mache ich doch am liebsten, ne? Plop. Und nochmal. Und so schnell lebt man wieder. Wunderbar. Ey, was ist denn mit den Leuten da? Was ist eigentlich für ein ekelhaftes Riesenkind da hinten? Mal gucken, was die wollen. Hilfe, mein Kind ist erst 3 und hat bereits Brüste. Retten Sie mich. Ja, ich bin hier ready. Was ist denn? Oh mein Gott, wie das Kind da unten rauskam.
Ah, er hat tränende Augen, Schmerzen in den Augen. Mein Kind kann nichts sehen. Okay, sie soll also quasi zum Augenarzt gehen. Okay, ich habe das Problem falsch eingeschätzt. Okay, pump it. Oh. Was? Okay. Holy shit, was denn hier passiert? Und schon ist sie wieder geheilt. So schnell geht es. Danken Sie mir später. Not saying anything, behave secretly. I cannot get the apple out of my collar. Kennt ihr Teletubbies? Würmer unten rein, sie werden es aufessen. Was zur Hölle? Hä, was machen wir denn jetzt? Boah, ganz oh. Okay, Leute, wir haben mal genug Arzt gespielt. Ich bin entsetzt über die Dialoge und was für Patienten ich hier habe. Aber hey, es muss auch ein Krankenhaus geben für abartige Patienten. Das ist hiermit geschaffen. Genauso abartig bin ich als Arzt. Ich sollte niemals ein eigenes Krankenhaus eröffnen und niemals in die Medizin gehen. Ich glaube, das haben wir heute gelernt. Aber Leute, denkt dran, Gesundheit ist das Wichtigste. Passt auf euch auf, vor allem in diesem Jahr. Seid gesund und schätzt auf jeden Fall auch eure Gesundheit und verbringt viel Zeit mit euren Liebsten. Dankeschön fürs Zuschauen. Ihre Dr. Gnu. Und jetzt raus. Die Rechnung schicke ich Ihnen per Post.